nach einer kleinen oder längeren Pause. Ja, wie ihr seht, habe ich meine Kameraperspektive gewechselt. Ja, ist vielleicht besser. Könnt ihr mal unterschreiben, wie ihr es findet, ob ihr die andere Perspektive besser findet oder die. Ich probiere es einfach mal aus. Was kochen wir heute? Wir kochen was für die ganz, ganz Kleinen unter uns. Wir kochen Babybrei. Es ist Pastinakenzeit, seit September glaube ich schon. Und meine kleine Beiköchin ist jetzt auch langsam so weit, dass sie mit Brei anfangen können. Und deswegen zeige ich euch, wie ich Brei mache. Ich habe jetzt schon Möhrenbrei gemacht, Zucchini-Brei und ja, jetzt ist die Pastinake dran. Zuallererst müssen wir die natürlich schälen. Und ja, fangen wir mal an. So, ich habe sie jetzt fertig geschält und nun müssen wir so ein kleines Stückchen schneiden, so ja, 1 cm. Ich werde sie gleich hier in das Garkörbchen reinlegen, weil wir die später garen müssen. Ist jetzt klein geschnitten. Ich habe sie gerade noch mal unter Wasser abgespült, also im Garkörbchen gleich. So sieht es jetzt bei mir aus. Und nun werden die dampfgegart. Wir schütten 700 ml Wasser, also bis zum Strich hier in unserem Behälter. Setzen unser Körbchen ein. Schließen den Deckel. Ich suche mal den Knopf. Ich suche immer den Knopf, aber ich finde ihn auch immer wieder. Okay. Programm Dampfgarn. Ich taste mich jetzt so ran. Ich mache erstmal 20 Minuten, weil bei meinen Möhren hat es letztens auch gereicht. Ansonsten können wir es einfach nochmal ändern. So. Und jetzt arbeitet mein Horst. Ich nenne meine Maschine Horst. Okay, wir sehen uns dann gleich, wenn die fertig sind, die Pastinaken. So, die 20 Minuten sind vorbei und wir schauen mal, ob die Pastinaken durch sind. So, also es duftet auf jeden Fall super. Und, ja. Also 20 Minuten haben bei mir auf jeden Fall gereicht. Ich denke, wenn ihr die in der gleichen Größe schneidet, werden 20 Minuten auch reichen. So. Nun holen wir unser Körbchen raus. Ganz wichtig ist es jetzt, das Wasser, unser Garwasser aufzunehmen. Ich schütte es deswegen in einen Messbecher rein. Huch, ach, heiß. Ich habe einen Topf angefasst. Oh. So. Dann brauchen wir unser Ultra-Blade-Messer. Ich muss schnell den Spatel holen. So, hier ist er. Genau, also unser Ultra-Blade-Messer einsetzen und unsere Pastinaken, ja, wie machen wir das jetzt am blödesten, reinschütten. Okay, so nicht. Es ist heiß. Ja, ist okay. Wartet, ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Manchmal stellt man sich an, man kann natürlich so anfassen. Okay, jetzt habe ich das so. Alles schön reinschütten. So. Wenn alles funktionieren würde, wäre es ja langweilig, ne? Also, so. Jetzt haben wir alles hier drin. So. Ja, ich mache das jetzt Pi mal Daumen. Ich schütte jetzt ein bisschen von unserer Flüssigkeit rein. Seid lieber ein bisschen sparsamer am Anfang, bevor ihr alles reinkippt, wenn dann mal nach und nach. So, Deckel rauf und ja, Turbo. Ich mache es jetzt einfach erstmal für 30 Sekunden. So, die 30 Sekunden Turbo sind um. Wir schauen mal rein und ja, ich zeige es euch mal. War ein bisschen wenig Flüssigkeit. So sieht es jetzt aus. Deswegen schiebe ich alles mit dem Spatel ein bisschen runter. Und schütte ein bisschen Flüssigkeit wieder hinzu.
Und jetzt mache ich es einfach immer nach dem Gefühl. Die Impuls- oder Turbo-Taste, ja, probiert euch einfach aus. Ich mache es mal so, mal so. Ja, ich habe da jetzt kein Rezept. Ich mache es nach Gefühl. So. Jetzt sieht es schon besser aus. Aber immer noch ein bisschen zäh. Also fürs Baby, für Babybrei auf jeden Fall. Deswegen alles wieder mit dem Spatel runter. Flüssigkeit hinzu. Und das Ganze macht ihr so oft, bis es euch gefällt, bis es eure Wunschkonsistenz hat, bis es euch gut genug für den Babybrei ist. Perfekte Konsistenz für mich bzw. für meine Beiköchin gefunden. So sieht sie aus. Ein großer Unterschied im Gegensatz zum ersten Mal pürieren. Ja, also ich habe immer wieder ein bisschen püriert und immer wieder ein bisschen Flüssigkeit. Also immer Stück für Stück so, dass ihr einen schönen Breichen habt. So, wenn ihr es gleich als Babybrei verzehren möchtet oder verfüttern möchtet, verfüttern hört sich jetzt an wie für einen Hund, ja, aber dann müsst ihr auf jeden Fall, was heißt müsst, ist immer empfohlen, ein bisschen Rapsöl dazu zu geben. Ich habe das jetzt hier von DM, Babylove, aber da ich es einfriere, mache ich es erst kurz vor der Verfütterung rein. Ja, weil die Konsistenz beim Einfrieren mit Öl ist jetzt nicht unbedingt das Beste oder die beste Konsistenz. Genau. Einfach kurz vorm Erwärmen ein paar Tropfen reinmachen, je nachdem wie groß eure Menge ist. Da meine Beiköchin kein großer Esser bis jetzt ist, habe ich oder friere den Pastinakenbrei in Eiswürfelförmchen ein. Somit habe ich immer kleine Portionen und kann mich rantasten, wie viel sie ist. Bis jetzt sind wir bei einem Eiswürfel, also ein Möhrchenwürfel. Nicht, dass ihr denkt, sie kriegt Wassereiswürfel. Nein, Quatsch. Sie kriegt ein Würfelchen. Wenn ihr Kinder habt, die schon größer sind, beziehungsweise ein kleines Vielfraß zu Hause habt, dann kann ich euch nur diese Förmchen hier empfehlen. Da gibt es auch einen passenden Deckel. BPA-frei gibt es. Bei Amazon habe ich die jetzt bestellt. Ich glaube, 15 oder 16 ja. Euro. Super, die kann man auch schön rausdrücken. Genauso wie hier bei meinem Eiswürfelbehälter gibt es hier auch einen Deckel. Ganz wichtig beim Einfrieren immer schön Deckel drüber. Oder wenn ihr keine Eiswürfelbehälter mit Deckel habt, macht Frischhaltefolie rüber, sodass es vor Frostschutz, nee, wie sagt man? Nicht Frostschutz. Gefrierbrand, dass die, genau, dass das Essen keinen Gefrierbrand bekommt. Ja, das war es erstmal von mir für euch. Ja, ich freue mich auf das nächste Video mit euch zusammen, für euch zusammen. Ja, ich sage jetzt einfach mal Tschüss.